Wer hat die Wahl? Gespräche übers Wählen gehen. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Man kann in einem Ort wohnen oder leben. Jens Fleischer lebt in Gangelt im Kreis Heinsberg. Der Familienvater ist in der CDU im Rat der Gemeinde aktiv und engagiert sich an Karneval im Trommler- und Pfeiferchor. Für ihn bedeutet Politik also nicht nur Bundestag und Berlin, sondern vor allem das Anpacken in der eigenen Stadt. Dass sich seine Leidenschaften schnell vermischen können, das hat er im Februar 2020 hautnah miterlebt. Und zwar bei der Karnevalssitzung, die den Ort Gangelt im Kreis Heinsberg zum ersten deutschen Corona-Hotspot machte. Ganz Deutschland blickte auf die Region, in der das öffentliche Leben erstmalig auf ein Minimum zurückgefahren wurde. Wie Jens Fleischer diese Zeit erlebt hat, das erzählt er jetzt im Gespräch mit dem Journalisten Moritz Küpper. Ja, Herr Fleischer, können Sie sich noch erinnern, wann Sie zum ersten Mal wählen waren? Ganz ehrlich, eigentlich nicht. Ich müsste jetzt sogar überlegen, ich glaube, zu meiner Zeit war es noch nicht, dass man mit 16 schon bei gewissen Wahlen wählen durfte. Bei mir war es mit 18. Und das ist ja nun auch schon, ja, gute 25 Jahre her. An Ihre erste Bundestagswahl können Sie sich noch erinnern? Ja, überlege ich gerade. Ich bin ja Jahrgang 76, heißt, ich bin 94, 18 geworden. Jetzt muss ich echt überlegen, wann da anfangen. Also ich weiß, es war mit Sicherheit kurz nach der Wende 90 war irgendwann eine Bundestagswahl, aber ganz ehrlich, ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, ob das vielleicht im 94 war oder 95 war. Also wirklich, glaube ich, richtig nicht mehr, nein. Aber wählen hat für Sie generell als Person, auch als Bürger dieses Landes, schon einen wichtigen Stellenwert? Also Sie gehen zur Wahl? Doch, ja, grundsätzlich ja. Es gibt ja auch in der breiten Bevölkerung, man sieht es ja dann auch an der Wahlbeteiligung, oft Wahlen, die die breite Öffentlichkeit vielleicht auch nicht, ich will nicht sagen, nicht ganz so ernst nimmt oder nicht ganz so interessant findet. Ich sage, wenn man mal vergleicht, halt auch eine extrem, glaube ich, Europawahlbeteiligung oder eine Bundestagswahlbeteiligung, ist das in Deutschland schon, glaube ich, eine andere Hausnummer. Aber ich persönlich, ja klar, egal ob Landtagswahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl, Europawahl, also ich könnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich gesagt habe, nein, ich gehe nicht wählen. Ist eigentlich nicht vorgekommen. Aber es ist nicht so, wie manch einer erzählt, früher von seinem Großvater oder seinem Vater, wo Wahltage wirklich was Besonderes ist, wo sich die Familie sozusagen wie früher zum Kirchgang den Anzug und die Krawatte angezogen hat, sondern es ist eher sozusagen ein ganz normaler Akt, wie man eben auf ein Amt geht. Ja, ich kann mich schon noch so ein bisschen erinnern, früher, wo ich ja auch selbst mit 18 und noch etwas älter zu Hause gewohnt habe, das schon an so Wahltagen, gerade bei Bundestagswahl, aber eben auch natürlich Landtagswahl, Kommunalwahl, dass schon an dem Tag so beim Frühstück oder so darüber gesprochen wurde, ja. Haben Sie das eigentlich mal hinterfragt oder ist das einfach, also warum Sie wählen gehen oder ist das einfach, ja, das gehört einfach dazu, zu den, manch einer sagt das Wort, Bürgerpflichten hier im Land? Ja, auf der einen Seite Bürgerpflicht, aber für mich stand eigentlich nie zur Frage oder nie zur Debatte, nicht zu gehen, weil es eben die einzige Möglichkeit ist, wirklich. Ja, und da scheiden sich ja die Geister. Der eine sagt natürlich, ne, warum soll ich wählen gehen? Es bringt ja sowieso nichts. Die machen ja immer eh, was sie wollen. Aber es ist nun mal rein faktisch die einzige Möglichkeit, die der Bürger hat, auf die Politik oder zumindest auf die Zusammensetzung, auch für die Konstellation Einfluss zu nehmen. Natürlich kann man sich jetzt immer als Einzelner sagen oder fragen, ja gut, was macht mein, gerade meiner Bundestagswahl vielleicht, was macht meine Stimme unter Millionen aus, ob ich jetzt gehe oder nicht? Ja, aber sehe ich halt persönlich anders. Auch jede Stimme zählt, auch meine Stimme zählt. Klar kann ich sagen, wenn ich jetzt nicht wählen gehe, wird sich das für irgendeine Partei XY, die ich denn gewählt hätte, wahrscheinlich nur auf der, weiß ich nicht, vierten, fünften, sechsten Nachkommastelle auswirken. Aber trotzdem finde ich es, wie gesagt, also ich finde es schon auch ein Stück weit als Bürgerpflicht, ja. Empfinden Sie es auch als Privileg? Wenn man mal über Deutschlands Tellerrand oder mal über Europa hinausschaut, sich andere Staaten anschaut, glaube ich, gerade dann sollte man sich das denen oder die Leute, die ihm sagen, ich gehe nicht wählen, ich kann ja eh nichts ändern, denen bewusst machen zu sagen, Leute, schaut mal, ja, es gibt Länder, also wir sollten es wirklich, wie Sie gerade sagen, so ein bisschen schon als Privileg sehen, dass man wirklich auch anderen Leuten sagt, es gibt Länder, da hättet ihr noch nicht mal diese Chance.
Warum gehen Sie wählen? Also Sie haben es ja gerade schon angedeutet mit den Nachkommastellen und trotzdem auch mit der Mitbestimmung. Um ein Stück weit mitzubestimmen. Den Eindruck hat man dann schon, trotz eben der Millionen Stimmen, die es ja am Ende sind, wo man sagen könnte, man ist sozusagen das klitzekleinste Rad. Ja, aber also wie gesagt, man kann ein Stück weit, auch wenn es, wie gesagt, die eine Stimme natürlich nicht furchtbar viel ausmacht, aber man kann ein Stück weit irgendwo mitbestimmen und ich finde es auch, glaube ich, wichtig, immer wieder bei jeder Wahl herauszustellen oder klarzumachen, egal wem ich meine Stimme als demokratische Partei gebe, ich gestalte nicht nur ein bisschen die Konstellation oder die Geschicke des Landes mit, sondern ich meine hoffentlich, wenn das die meisten tun oder auch weiterhin tun, ich bestimme auch weiterhin oder ja, so ein Stück weit mit, dass ich sage, wir bleiben in der Demokratieform, so wie wir jetzt sind und lassen da nicht irgendwie andere Formen zu. Das aktive Wahlrecht, darüber haben wir jetzt gerade gesprochen. Sie sind aber auch in der CDU engagiert, sind auch in vielen anderen Institutionen engagiert, aber auch da spielt ja auch das passive Wahlrecht eine Rolle. Ist das was anderes, wenn man selber zur Wahl steht? Muss ich ganz ehrlich, stand ich bisher so noch nie. Ich bin zwar, haben Sie völlig recht, auf kommunalpolitischer Ebene da so ein bisschen engagiert, noch nicht so furchtbar lange. Ich stand jetzt bei der vergangenen Kommunalwahl hier in NRW im September jetzt nicht offiziell für einen Posten auf dem Wahlzettel, ja, bin zwar als, bin mittlerweile oder Stellvertreter eines, ich sag mal, eines gewählten Mitglieds, ein persönlicher Stellvertreter und auch als sachkundiger Bürger im Rat. Wie gesagt, kann da aber jetzt so wenig drüber sagen, weil ich sage, ich stand wirklich aktiv noch nie oder zur Wahl auf dem Wahlzettel. Aber Engagement ist Ihnen wichtig, also jetzt auch jenseits der Partei. Sie sind auch, vielleicht können Sie mal kurz erzählen, in vielen Vereinen etc. engagiert in der Gemeinde bei Ihnen in Gangelt. Genau, bin ja im Ort in zwei ortsansässigen Vereinen Mitglied, zum einen im Spielmannszug und zum anderen im Karnevalsverein. Ja, zum einen ne, finde ich, es gibt natürlich Leute, wie man immer schön sagt, ja, die wohnen im Ort und haben ansonsten mit dem Ort oder mit den örtlichen Vereinen, aber selbst manchmal auch mit ihren Nachbarn wirklich nichts zu tun. Die wohnen einfach hier, ja. Aber ich finde es eben gerade in so einem kleinen Ort für mich persönlich eigentlich immer schöner zu sagen, ich wohne nicht nur hier, ich lebe auch hier. Ich nehme ein bisschen am Dorfleben teil. Da finde ich es eben auch ganz, ja, ganz wichtig zu sagen, ja, es muss auch irgendwo dann Leute geben, die ein gewisses Vereinsleben irgendwo am Laufen halten oder sagen, ja, da kümmere ich mich drum, da engagiere ich mich drum. Also ich fände es schade, in einem Ort zu wohnen, sagt, es gibt keinerlei Verein hier im Ort, weil keiner sich irgendwie dazu berufen fühlt oder sich einfach nur engagiert in einem Verein. Klar, alles ehrenamtlich, da bekommt man nichts für. Aber einfach, wie gesagt, ich fände es schade, hier einfach nur zu wohnen und nicht zu leben. Das Engagement, was Sie gerade geschildert haben, ist das so ein bisschen bei Ihnen nur so funktioniert am Ende Gesellschaft, also auch jenseits von den demokratischen Strukturen, aber durch das Engagement von allen Einzelnen dort bei Ihnen funktioniert das gesellschaftliche Zusammenleben. Das ist schon so ein bisschen die Erkenntnis, die sie auch durch ihr Leben trägt, glaube ich, oder? Auf jeden Fall, ja, den Satz so voll unterstützen. Und wie gesagt, das steht ja nicht nur für unseren Ort hier, das steht für, weiß nicht, hunderte, tausende andere Dörfer oder auch Städte in ganz Deutschland, in denen es überall Vereine gibt, sei es der Sportverein, sei es der musizierende Verein, sei es der Karnevalsverein, sei es, ja, ich weiß nicht, es gibt da so viele verschiedene Vereine in Deutschland und sei es, weiß nicht, ein Ruhrgebiet, der Schrebergartenverein oder sonst was, das sind alles Leute für mich, ja, die irgendwo die Gesellschaft am Laufen halten oder die auch eine Gesellschaft prägen oder gesellschaftliches Leben prägen, ja. Sind da bei Ihnen dann die Grenzen zwischen sozusagen politischem Engagement, Gemeinwohlengagement etc.? Also es läuft ja alles dem Gemeinwohl zu. Ist das da alles so miteinander fließend? Also mal trifft man sich dann eben, wie Sie jetzt beispielsweise bei der CDU, andere vielleicht bei anderen Parteien, aber dann auch im Karnevalsverein, Sie haben gerade verschiedene andere Vereine noch aufgezählt, vielleicht irgendeine Elterninitiative noch, je nachdem mit Kindern etc. Ist das da so alles so ein bisschen ineinander fließend? Geht das ineinander über? Manchmal ja, kommt glaube ich schon so ein bisschen auf den Verein an oder auch so die Leute, die im Verein sind. Es gibt ja auch, denke ich mal, bestimmte Vereine, die irgendwo generell irgendwo der Politik oder selbst der Kommunalpolitik so ein bisschen näher stehen oder mit ihr enger
verbandelt sind. Und es gibt mit Sicherheit auch Vereine, die auch vielleicht bewusst sagen, wir möchten selbst auf der ganz unteren Ebene Kommunalpolitik, da grenzen wir uns so ein bisschen von ab, das möchten wir jetzt nicht vermischen. Das ist so und so. Aber es gibt da mit Sicherheit Vereine oder Institutionen, da läuft es irgendwo so fließend, ja. Ist das, am Ende läuft das ja irgendwie nach so demokratischen Prinzipien ab, egal wo. Also gut, man braucht natürlich das Angebot, vielleicht engagiert sich nicht jeder überall, ne? Manch einer muss es machen, aber am Ende versucht man dann immer jeweils Mehrheiten zu kriegen oder, das so klingt jetzt eher politisch, aber auf der anderen Seite einfach die Leute mitzunehmen. Insofern ist das Prinzip ja ein bisschen überall so eine Art demokratisches. Ja, würde ich, ja, kann man so stehen lassen, ja. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Der Satz, mir ist im Großen und Ganzen klar, wie die Bundestagswahl funktioniert. Würden Sie dem zustimmen, also rein technisch? Ja, würde ich schon sagen, ja. Da ich nun auch, wie gesagt, durch bisschen kommunalpolitisches Engagement, aber auch durch meine Arbeit an sich, ich bin ja nun mal bei einer Stadtverwaltung angestellt, war vorher bei einer, ich sag mal, etwas kleineren Gemeinde. Und selbst da war es so, bei dieser Gemeindeverwaltung, sowohl jetzt auch bei der Stadtverwaltung, dass man zum Beispiel eben, soweit es geht, die städtischen oder Gemeindeangestellten auch bei den Wahlen heranzieht, als Wahlhelfer, als Schriftführer, als Vorsitzender dieses Wahllokals oder und. Von daher, ich sag mal, ist mir auch so ein generell so ein Ablauf vertraut und ich glaube, darf schon sagen, ich weiß so ein bisschen, was dahinter steckt, ja. Wie ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie sich so umhören, umschauen, glauben Sie, dass das vielen Menschen klar ist, wie das funktioniert oder gibt es da Ihrer Meinung nach, Ihrer Einschätzung, wie ist Ihr Eindruck, Nachholbedarf? Wissen manche Menschen in Deutschland gar nicht, wie das wirklich funktioniert und wie wichtig das vielleicht auch ist? Von der Funktion her würde ich sagen, ja, es gibt sicherlich manchmal Leute, die im Nachhinein fragen oder einfach dieses grundsätzliche System zwischen diesen sogenannten Überhangmandaten und Direktmandaten nicht ganz verstehen, warum hat diese Partei XY jetzt aber so viele Leute, die haben doch bundesweit nur so und so viele Direktmandate gewonnen, haben aber das ist schon für manche manchmal schwierig nachzuvollziehen oder stellen sich einfach die Frage, wie kommt das, warum kommt das? Das ist, glaube ich, so, also würde ich persönlich aus meiner Sicht sagen, so dass vielleicht so ein bisschen das größte Manko an diesem ganzen Wahlablauf, dass man diese Geschichte mit diesen sogenannten Überhangmandaten, es gibt ja nun, wie gesagt, auch von oberster Gerichtsstelle aus ist ja die Bundesregierung schon mal angehalten worden, dieses Wahlsystem zu reformieren, gerade was diese Punkte Überhangmandate angeht, aber da tut man sich ja, glaube ich, in Berlin ein bisschen schwer mit momentan. Das sind ja mitunter richtig technische Analysen, aber spüren Sie in Ihrem Umfeld auch so etwas oder auch in Gangelt, in der Gemeinde oder in der erweiterten Ortschaft, spüren Sie da auch sowas wie Politikverdrossenheit? Also gibt es Leute, die sagen, ach wisst ihr was, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass da richtig was für mich gemacht wird, wenn ich jetzt hier das Kreuz bei X oder bei Y mache. Ich mache es gar nicht mehr. Ja, das Thema hatten wir eben schon, klar, es gibt auch im engeren Umfeld im Vereinsumfeld, natürlich wird, egal, wenn Wahlen anstehen, das jetzt eine Kommunalwahl ist, Landtagswahl, Bundestagswahl, wird da auch schon mal auch auf Vereinsebene drüber gesprochen. Und natürlich, wie gesagt, gibt es auch im Verein Leute oder im näheren Umfeld, die einem wirklich sagen, ja, ich gehe nicht wählen, weil ich für mich persönlich sage, ob ich mein Kreuz da mache oder gar nicht, es bringt nichts, es ändert sich nichts. Die hat man. Haben Sie Verständnis dafür? Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie denken, boah, das, was jetzt da gerade wieder in der Republik diskutiert wird oder vielleicht auch nur in Berlin, in der Hauptstadt, das ist ganz schön weit weg vom normalen Leben und den Sorgen und Nöten und vielleicht auch Freuden der Menschen hier bei uns oder in anderen Landstrichen? Ja, manchmal, aber für mich dann halt persönlich jetzt nicht kein Auslöser, kein Grund zu sagen, jetzt kehre ich den Rücken zu und jetzt gehe ich nicht mehr wählen und jetzt mache ich nichts mehr. Ich vergleiche es manchmal immer so ein bisschen, ne, ich bin auch, ich sag mal zum Beispiel, recht großer Fan von Borussia Mönchengladbach. So, es gibt halt genug Leute in der Republik, die sind vom,
ja, Fan von Dortmund, von Schalke, von Bayern und wie, weiß ich nicht wie. Da gibt es auch manchmal, oder die spielen selber aktiv Fußball. Und da gibt es auch manchmal in den Vereinen, wenn man dann so bestimmte Sportzeitschriften liest, auf einmal Diskussionen und Sachen, wo ich sage, Mensch, das kann doch eigentlich nicht sein. Aber deshalb sind ja auch die Leute nicht, da schmeißen dann... Eigentlich mal nach einem Spiel am Wochenende, sonntags, das, montags dann ein Trikot in die Ecke und sagen, ich bin jetzt auf einmal nicht mehr, weiß ich nicht, Dortmund-Fan, weil das passt mir alles nicht mehr. Das bleiben die Leute ja in der Regel auch. So sehe ich es auch so ein bisschen. Und nur wenn da manchmal, klar, gibt es die Sachen, wo man manchmal denkt, mein Gott, muss das sein? Oder da sind die jetzt aber wieder so weit von der Basis mal wieder weg und diskutieren über Sachen. Naja, aber wie gesagt, für mich jetzt kein Grund, dann, ja, so gesehen, wirklich hinzuschmeißen und sagen, komm, interessiert mich nicht mehr, mache ich nicht mehr. Nee. Welche Rolle spielen die Medien dabei in Ihrem Eindruck? Hat sich das alles, wenn ich jetzt gerade auch meine, so Debatten, die laufen, die dann auch immer so absolute Bedeutung letztendlich kriegen, aber am Ende macht es die Leute eher kirre mitunter? Teilen Sie den Eindruck? Oder welche Rolle spielen die Medien in Ihrem Meinung? Sie haben jetzt persönlich auch, darüber haben wir uns ja kennengelernt, auch einen Eindruck von... ja, so einer medialen Welle gekriegt, die über sie reingebrochen ist in Gangelt im Zuge dieser Corona-Pandemie. Ja, es gibt schon, glaube ich, manche Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass sie von den Medien manchmal mehr aufgebauscht werden oder mehr auch medial manchmal ausgeschlachtet werden als notwendig. Wo ich persönlich halt manchmal sagen würde, komm, bis zu dem Punkt, jetzt ist gut, ist genug diskutiert worden, jetzt kann man wieder andere Themen in den Vordergrund drücken und jetzt kann man auch wieder über anderes schreiben, wo man wirklich das Gefühl hat, manchmal, jetzt hält man sich davon dran und findet da kein Ende, wo ich persönlich für mich dann sage, komm, ich habe eigentlich einen Schlussstrich hinter die Sache gezogen, für mich muss da jetzt nichts mehr drüber berichtet werden, geschrieben werden, das Ende. Ja, das gibt es manchmal, ja. Glauben Sie, dass das in der Demokratie, gerade auch in Wahlkämpfen, bei Wahlen, mitunter eine ungute Mischung bekommen könnte? Also, ne, wenn man jetzt Ihre Erfahrungen gerade nimmt und so wie ich das verstanden habe, war da ja auch dann nicht immer alles wahr, was berichtet wurde. Ne? Sie hatten einen Einblick. Vielleicht können Sie daraus noch mal ein bisschen erzählen, wie da Ihr Eindruck war, wie manche Medien oder wie Medien mitunter arbeiten. Ja, wie gesagt, gerade speziell die Corona-Berichterstattung hier über die Gemeinde Gangelt, gerade so in den ersten Wochen oder auch noch vielleicht ersten zwei, drei Monaten nachdem alles anfing, ja, da war eben manchmal auch Sachen dabei, die wirklich einfach nicht stimmten, wo man sich einfach gefragt hat, wo haben die das her? Wie kommen die drauf, diesen Satz so in diesem Artikel zu schreiben? Der ist einfach nicht wahr. Ja, wie gesagt, manchmal hat man aber es auch damit abgetan, wenn man den, ich sag mal, die entsprechende Zeitung, den Kopf gesehen hat, was das für eine Zeitung war, hat man gesagt, ja gut, okay, ja, komm, Schwamm drüber, ich weiß warum. Das ist nicht nur jetzt, hat nicht nur mit Corona zu tun, sondern die schreiben auch andere Artikel in der gleichen, das Ganze oder in dieser Richtung das ganze Jahr über, die vielleicht nicht immer so toll recherchiert sind, ja. Aber wie gesagt, ich würde schon, es ist gerade auch in Bezug in puncto Wahlkampf, würde ich sagen, vielleicht nicht ganz ungefährlich. Ich meine, wir wissen alle, ist ja auch im Prinzip nicht schlimm. Es gibt, glaube ich, in Deutschland gewisse, das heißt Medien, Sender, Zeitschriften, Zeitungen, wo man genau weiß, die stehen der Partei etwas näher und die stehen der Partei etwas näher. Die berichten dann etwas wohlgesonnen noch vielleicht über die Partei X und die halt etwas wohlgesonnen über die Partei Y. Ja, das wird es immer geben. Finde ich im Prinzip jetzt auch nicht schlimm, lässt sich auch nicht vermeiden. Wie gesagt, finde ich keinen unhaltbaren Zustand. Aber das kann natürlich schon so ein bisschen auch, finde ich, manchmal eine Wahl schon beeinflussen. Ein Bundestagswahl bedeutet ja auch Auswählen zwischen Parteien. In den 90er Jahren haben Sie sozusagen zum ersten Mal gewählt in bei einer Bundestagswahl. Jetzt ist das Angebot ja viel, viel größer, einfach von Anzahl von Parteien, wenn wir auch nur in den Bundestag gucken. Auch damals standen sicherlich viele Parteien zur Wahl, aber im Bundestag fanden sich nicht ganz so viele. Würden Sie sagen, ist es schwieriger geworden, sich zwischen Parteien zu unterscheiden? Ja, das glaube ich schon, zumindest für viele Leute, weil ich habe jetzt noch, erst gestern meine ich, noch einen Bericht gelesen, ich meine bei den Kollegen bei NTV auf der Internetseite, da ging es speziell um einen Vergleich
ob unsere sogenannten großen Volksparteien diesen Status eigentlich oder auf dem Weg sind, diesen Status zu verlieren. Da wurde ein Vergleich gezogen, da sprach ein Professor von der Universität Münster, der irgendwie in Zusammenarbeit, deutsch-niederländische Zusammenarbeit irgendwie fördert und oder studiert oder lehrt. Und er zog so ein bisschen Vergleiche zu diesen ehemals großen Volksparteien in den Niederlanden, die heute auch nur noch, ja, ich sag mal, bei Prozenten liegen. Da kann sich hier die SPD und die CDU noch wirklich glücklich schätzen. Da kommen, glaube ich, auch unter Parteien sogar unter 5% noch ins niederländische Parlament. Und da kam auch dieses Thema, warum ist die niederländische Parteienlandschaft so zersplittert? Warum sind so viele kleine im Parlament? Warum sind die Großen nicht mehr, liegen die nicht mehr bei den Stimmenanteilen, die sie vielleicht noch in den 90er oder Anfang der 2000er hatten? Genau da war ein Satz, wo ich sage auch, ich glaube, viele Leute lassen sich mittlerweile von so einem Zeitgeist oder von Zeitthemen zu sehr oder ja so beeindrucken oder so beeinflussen. Und es gibt mittlerweile dann so viele Parteien, auch kleine Parteien, die wirklich speziell nur auf ein Thema setzen. Ja, die bekommen dann halt ihre, ja gut, bei einer Bundestagswahl ist natürlich schon, da muss man natürlich schon enorm auch schon eine ganze Menge Wähler haben, um wieder die 5% zu kommen. Aber wie gesagt, es gibt so, glaube ich, ganz viele Splitterparteien, die versuchen, diese Leute mit einem Thema abzuholen, vielleicht dann zwar irgendwo noch bei 3-4% landen, den Sprung in den Bundestag nicht schaffen, aber auf die Masse gesehen natürlich den großen oder ehemals etablierten irgendwo doch Wähler wegnehmen. Aber ich glaube, das kommt eben so ein bisschen durch den, ja, durch den Zeitgeist und durch bestimmte aktuelle Themen, die dann wirklich nur von einzelnen ganz kleinen Parteien wirklich extrem besetzt werden. Wonach entscheiden Sie? Was ist Ihnen wichtig? Ist das irgendwie eine Wählerbindung über die Jahrzehnte oder Jahre? Ist es ein Umfeld? In jedem Fall ist es natürlich jetzt auch eine Art Mitgliedschaft, klar, da ist die Entscheidung schon ein bisschen anders gefällt vielleicht, aber wovon machen Sie Ihre Wahlentscheidung abhängig? Ist ja nicht ganz einfach, schwierig, aber ich persönlich kann da nur für mich sprechen, schon von doch mehreren Faktoren. Ich mag ja nun auch zwei Kinder oder zwei kleine Kinder im Alter von jetzt beinahe 6 und 3. In dem Sinne hat man natürlich ja mittlerweile seit mehreren Jahren mit dem Thema Kita zu tun, mit Familie. Die Älteste kommt jetzt im Sommer in die Schule. Man guckt natürlich halt mit einem Auge schon so langsam in Richtung, wirklich verfolgt man dann so Schulpolitik. Was wird hier landespolitisch gemacht? Wie ist das Angebot bei uns? Die Kinder, dann bin ich ganz ehrlich, guckt man natürlich schon auch so ein bisschen, man denkt, ja, wir haben Kinder und die Kinder sollen natürlich auch vielleicht auch in 50 oder 60 Jahren noch halbwegs in der Welt leben, wie wir leben können. Also guckt man natürlich auch so ein bisschen, wie besetzen denn die Parteien so dieses Thema Umweltpolitik, wie besetzen die, wie gesagt, für uns halt als Familie, momentan halt wichtig, wie besetzen die das Thema Familienpolitik, Kita-Politik, Schulpolitik, und da irgendwo so, ja, dann irgendwo eine Partei zu finden, muss ich sagen, die ist für mich, deckt die das noch am besten ab. Wie gesagt, nicht einfach. Und da gibt es auch sicherlich nicht die eine Partei, wo ich sage, okay, da finde ich mich in allem wieder, die machen das perfekt, das ist genau die perfekte Partei für mich. Ich glaube, die gibt es für keinen. Das glaube ich persönlich. Sie haben jetzt gerade ein paar Punkte genannt, die Ihnen wichtig waren oder die sozusagen Ihre Wahlentscheidung beeinflussen. Fühlen Sie sich mit Ihren Themen, Familie, Kinder, Schule, fühlen Sie sich da abgebildet bei den Parteien? Also haben Sie das Gefühl, dass die Probleme, die in dem Fall sozusagen Sie oder was heißt Probleme, positiv gesprochen, die Herausforderungen oder die Wünsche an die Politik, dass sowas gehört wird? Jetzt natürlich nicht bis auf die letzte Kommastelle, aber grundsätzlich schon. Doch, grundsätzlich schon. Und da würde ich auch, wie gesagt, auch wenn ich mal selber ja in der CDU bin, würde ich jetzt mit Sicherheit auch niemals sagen oder behaupten, die CDU macht das alles richtig. Aber alleine durch die Breite an Leuten, die in der CDU sowohl als, finde ich, auch in der SPD sind oder auch bei den Grünen, die sagen, das sind für mich so am ehesten aber trotzdem immer noch die Parteien,
denen ich dann irgendwo am meisten zutraue oder sage, ja, die würde ich schon gerne generell auch in der Bundestags, bei einem Bundestag vertreten sehen oder eben auch speziell jetzt bei uns zum Beispiel im Landtag NRW, wo ich sage, die machen vielleicht zusammen als Koalition eine Schulpolitik, die, mit der auch ich für meine Kinder halbwegs leben kann. Und da muss ich dann keine, ja, noch drei Splitterparteien, die gerade über die 5% gekommen sind, noch drin haben, die vielleicht ein Thema voll besetzen. Und wenn die plötzlich aber im Landtag oder im Bundestag wären, die fragen würden, ja, jetzt bestimmt da mal ein bisschen, wie sieht denn eure Schulpolitik aus? Und die zucken dann nur mit den Achseln und sagen, ja, nee, nehmen wir jetzt nur ein Beispiel. Wir haben jetzt nur das Beispiel Umwelt. Wir beschränken uns nur auf das Thema hauptsächlich Umweltschutz. Die sagen, ja, gut, das holen sicherlich einige Leute in Deutschland ab. Das ist natürlich im Moment auch ein Thema, was mit Sicherheit in ist. Und ich sage mal, siehe Grünen, klar, viel Anklang findet, ist auch wichtig. Aber wie gesagt, ich muss irgendwo auch die Bandbreite abdecken, wobei, wie gesagt, nichts jetzt gegen die Grünen. Die beschäftigen sich ja auch mit, unter anderem natürlich auch mit Schulpolitik. Aber wie gesagt, ich finde da die, wie wir es immer so schön nennen, die großen etablierten Parteien doch noch mich davon, egal von wem, zumindest halbwegs gut vertreten, ja. Sie haben jetzt einige Schlagworte schon genannt, natürlich. Sie leben in einer Region im Westen Deutschlands, da spielt der Braunkohleabbau eine Rolle bei Ihnen in der Region, es ist relativ grenznah, Europa spielt eine Rolle, es ist, würde ich eher sagen, auch ein Stück weit ländlicher Raum. Sind das alles Faktoren, die Sie glauben, die gesehen werden von der Politik, wo Sie sich als Region mitgenommen fühlen? Also es wird ja häufig gesagt, dass die Politik fast nur noch in Großstädte oder in Städte guckt, im städtischen Raum, den ländlichen Raum ein bisschen vernachlässigt. Sind das Schlagworte, mit denen Sie was anfangen können, wo Sie Nachholbedarf sehen? Oder sagen Sie, nein, im Großen und Ganzen wird das schon auch gesehen? Ja, von der Bundespolitik glaube ich weniger. Was ich persönlich jetzt aber auch dann nicht so jetzt als so schlimm empfinde, weil ich glaube, dafür haben wir wirklich unsere, ja, zumindest Landespolitik und auch Kommunalpolitik oder Bezirksregierungen, die ja schon, ich meine, auch dafür da sind, aber auch diese Sachen sieht. Sag mal, da bin ich auch ganz ehrlich, natürlich muss eine Bundesregierung irgendwo die Leitlinien vorgeben oder sagt, mal als Beispiel grundsätzlich, wir steigen aus der Braunkohle aus. Das ist natürlich eine Sache, die unter Umständen aus Berlin kommt. Aber die Umsetzung und was man macht und wie man der Region jetzt hilft, sagen die auch ganz klar, das macht nicht die Bundesregierung oder das Bundeskabinett. Dafür sind dann die entsprechenden Landesregierungen oder Kommunalregierungen zuständig. Und das finde ich auch eigentlich ganz gut. Die sind halt einfach näher dran. Und ich habe schon das Gefühl drum, im Großen und Ganzen, die kümmern sich dann auch drum, ja, die machen. Und das muss auch für mich dann, wie gesagt, nicht unbedingt eine Sache sein, die in Berlin geregelt wird. Sie haben es auch schon gesagt, aber Personen spielen auch eine Rolle in Ihrer Wahlentscheidung? Oder geht es fast nur ums Programm und um Inhalte? Also in der Regel, für mich weniger. Mehr Inhalte. Deshalb, vielleicht kann ich das an dieser Stelle auch sagen, ich denke mal, Sie haben ja wahrscheinlich auch den Streit mitbekommen innerhalb der CDU, wer denn jetzt Kanzlerkandidat werden soll. Ich finde es ein bisschen schade, dass, ich kann das auch ganz ehrlich sagen, ich stehe eher persönlich hinter Armin Laschet. Gut, mag einfach auch dran liegen, der Mann ist nur theoretisch Aachen, das sind gute 30, 35 Kilometer von uns, der wohnt im Prinzip nur einen Steinwurf entfernt. Wenn der Mann Kanzler wird, sage ich immer, kann das oder wird es eventuell für unsere Region mit Sicherheit nicht von Nachteil sein. Muss man einfach mal sehen. So, Punkt. Und was ich aber schade finde, ist, dass beide, sowohl zum Beispiel Herr Laschet als auch Herr Söder, mit keinerlei, ja, irgendwie mal vielleicht so ein bisschen und nur so einem kleinen Programm, mal allein an die CDU-Mitglieder herangetreten ist, hat gesagt, pass mal auf, wenn ich es werde, ich möchte mit der CDU da und da hin. Das muss ja kein ausgearbeitetes Riesenprogramm sein. Aber das hat keiner der beiden irgendwo mal so ein bisschen mal rausgebracht, oder um auch für sich zu werben, zu sagen, ich möchte das und das. Das waren nur im Prinzip Personen, ich bin Armin Laschet, ich bin Markus Söder. Und da fand ich es halt, da muss ich ganz ehrlich sein, da war ich zum ersten Mal so ein bisschen, dass ich sage, naja, ganz ehrlich, auch wenn er praktisch von der Schwesterpartei ist, von der CSU, aber so dieses, ja, einfach so dieses Rüberkommen, dieses Erscheinen, dieses Auftreten von dem Markus Söder, nach dem Motto, Programm ist, ja, Programm bin ich selber, Programm ist Markus Söder.
Ja, das ist halt einfach nicht mein Fall. Das mag ich im Privaten nicht oder im privaten Umfeld oder Freunde nicht, wenn man solche hätte, die so nach dem Motto sich so aufführen oder ich bin, ne, das Programm bin ich. Und ich sage, ja gut, dann mach, aber das muss ich nicht haben. Dann zum Abschluss, wir haben eingangs gesprochen über die Demokratie, über das Wahlrecht, über die Wahlpflicht oder das Privileg. Es gibt Stimmen, das klang gerade eben auch schon an oder wir haben es kurz gestriffen, es gibt populistische Parteien. Sehen Sie die Demokratie in Deutschland unter Druck, wie es mancherorts gesehen wird? Oder sagen Sie, 75 Jahre Bundesrepublik, das Ganze ist schon sehr stabil. Natürlich gibt es Ausläufer in die eine oder in die andere Richtung. Gibt es eine Politikverdrossenheit vielleicht, eine Enttäuschung an mancher Stelle? Aber im Großen und Ganzen leben wir in einem doch sehr stabilen Land. Momentan ja, im Großen und Ganzen ja. Aber Auswüchse nach links und rechts wird es auch immer geben. Aber wie stark die sind, das hat im Prinzip immer eine hoffentlich demokratische Regierung selber in der Hand. Ich glaube, wir sehen es gerade so ein bisschen, kommen ja immer wieder Stimmen auf oder man liest es auch in der einen oder anderen Zeitung schon mal oder in Kommentaren, wo es dann hieß, ja, je länger zum Beispiel die Corona-Krise dauert, und je länger die gewisse Grundrechte eingeschränkt sind, desto mehr spielt das zum Beispiel Parteien wie der AfD in die Hände. Ja, da glaube ich schon, da ist so ein bisschen Wahres dran. Und das ist so eine Sache, oder wie jetzt auch ganz konkret bei uns, ja, es ist jetzt beschlossen für die Region, wir steigen aus der Braunkohle aus. Was passiert jetzt? Was passiert mit den Leuten, denen irgendwo eine Perspektive geben, der Region auch eine Perspektive geben, was passiert danach mit diesen riesen Löchern, was passiert da, wo die ganzen Fabriken, Kraftwerke gestanden haben, jetzt schon so ein bisschen diesen Strukturwandel voranzutreiben. Ansonsten ist das auch wieder eine Gefahr, finde ich, wenn man da jetzt wieder, das ist halt für mich, wie ich sage, ich finde ein relativ großer Anteil praktisch von Leuten, die davon auf einmal betroffen sind, wenn die sich dann wieder auf einmal abwenden oder alle nicht irgendwo nicht mitgenommen fühlen und sagen, wir sind gar nicht gefragt worden, das war der Politik egal, hier ist jetzt einfach was gemacht worden, da haben wir nichts von und wir das, dann sind das für mich potenziell auch Leute wieder, die entweder nachher nicht wählen gehen oder ja, entweder irgendwo am linken oder rechten Rand wählen gehen. Also von daher, wie gesagt, Gefahr würde ich schon sehen, da müssen wir, wie gesagt, wie die, glaube ich, gestandenen Politiker auch immer wieder sagen, ich glaube, da müssen wir wirklich immer wieder aufs Neue für kämpfen, dass wir gucken, dass wir diese ja, Auswüchse eben nach links und rechts so klein wie möglich halten. Ja. Es wird leider mit Sicherheit immer wieder Leute geben, die dieses Gedankengut weiter ja, hegen und pflegen möchten oder in sich tragen. Die werden wir auch nicht, um Gottes Willen, nicht dass das falsch verstandene Wort, aber die werden wir nicht ausrotten können und auch nicht ausrotten wollen. Mit denen muss man sich auseinandersetzen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben da genug Instrumente für oder dann muss die Politik das entsprechende Fingerspitzengefühl für haben, so Politik zu machen, dass eben möglichst wenig Leute in diese Ecken abrutschen. Dann nehmen wir das als Schlusswort. Vielen Dank. Das war der Podcast Wer hat die Wahl mit Jens Fleischer. Redaktion Mareike Bier und Marie-Therese Gröne. Produktion 1.studio. Wenn Sie mehr zum Thema Wahlen erfahren möchten, schauen Sie doch mal auf www.bpb.de vorbei. Dort können Sie auch das neueste BPB-Magazin bestellen. Auf 40 Seiten erfahren Sie dort Wissenswertes zur Bundestagswahl am 26. September.